Eight golden rules according to Ben Schneiderman. In diesem Blog betrachten wir die goldenen Regeln, wie sie Ben Schneiderman in seinem Buch formuliert hat. Es geht darum zu verstehen, was diese Regeln bedeuten, warum sie uns helfen, gute Benutzungsschnittstellen zu bauen. Und sie sollen in der Lage sein, am Ende dieses Blogs zu erklären, was diese goldenen Regeln sind und mit Beispielen zeigen, wie wir sie nutzen können, um neue Benutzungsschnittstellen zu bauen oder Benutzungsschnittstellen zu verbessern. Die goldenen Regeln, die er formuliert hat, sind im Kontext der Prinzipien für das UI-Design. Und er hat drei Prinzipien aufgestellt, dass wir erkennen, dass es eine große Diversität bei den Benutzern gibt, die acht goldenen Regeln und Fehler zu vermeiden. Die Betrachtung der Benutzer und ihrer Aufgaben haben wir in einem anderen Blog, der hier gezeigt wird, schon behandelt. Die goldenen Regeln. Und damit kommen wir auch schon zu dem Punkt, acht goldene Regeln. Ich habe hier neun aufgelistet, weil die Regel 2 hat sich verändert in der sechsten Auflage. Und ich habe den einen Punkt, der früher 2 war, hier noch mit aufgenommen, weil ich den ganz spannend finde. Und man eben auch sieht, dass sich solche Regeln verändern über die Zeit. Was sind nun diese acht goldenen Regeln plus die eine? Wir sollen versuchen, Interfaces konsistent zu machen. Wir sollen versuchen, Benutzbarkeit für alle zu schaffen, universelle Benutzbarkeit. Wir sollen für alles, was wir tun im System, dem Benutzer, der Benutzerin Rückmeldung geben, Feedback. Wir sollen Systeme so zu designen, dass man weiß, wo etwas anfängt, wo etwas abläuft und wann etwas zu Ende ist. Ein wichtiger weiterer Punkt ist, Fehler zu vermeiden. Das heißt, ein Design zu machen, dass das vermeidet, dass der Benutzer Fehler macht. Der sechste Punkt hängt damit zusammen. Wir sollen sicherstellen, dass Benutzer und Benutzerinnen ihre eigenen Aktivitäten rückgängig machen können, wenn das notwendig ist. Die siebte Regel, dem Benutzer die Kontrolle über das System geben. Und der achte Punkt, dass wir den Aufwand, den mentalen Aufwand, das Erinnerungsvermögen, insbesondere das Kurzzeitgedächtnis des Benutzers nicht überlasten, sondern versuchen, möglichst wenig Belastung für das Kurzzeitgedächtnis in das System einzubauen oder von dem System aus zu fordern. Und der frühere Punkt 2 war, dass wir für Benutzer, die ein System häufig nutzen, Abkürzungen einführen, also sogenannte Shortcuts. Jetzt gehen wir durch die einzelnen Punkte durch. Der erste, Konsistenz. Was kann denn alles konsistent sein oder was kann alles inkonsistent sein in einem System? Der erste Punkt ist, wenn wir was tun, was ähnlich ist, dann sollte es auch durch ähnliche Aktionen vonstatten gehen. Und das kann man auf sehr, sehr verschiedenen Ebenen sehen, kann man auf der Bedienung eines Gesamtsystems sehen, bis hin zu einer Abfolge von Buttonklicks. Das heißt, ähnliche Situationen sollen durch ähnliche Aktionen oder Sequenzen von Aktionen erreicht werden. Wir sollen uns bei der Sprache konsistent ausdrücken, also Begriffe verwenden in Menüs, in der Hilfe, im gesamten System, die Terminologie soll konsistent sein. Wir sollen auch die visuelle Darstellung konsistent machen, also Farben, Layouts, welche Schriftarten wir verwenden, dass es eben im Gesamtsystem konsistent ist. Und jetzt können wir uns fragen, können wir Ausnahmen machen? Man muss sich sehr, sehr genau überlegen, wenn man was inkonsistent designt, weil das natürlich dazu führt, dass Leute zuerst mal verwirrt sind. Und wenn wir jetzt eine Inkonsistenz einführen, dann muss es zum Beispiel für einen Fall sein, wo wir sagen, die Leute sollen wachgerüttelt werden. Da ist irgendwas anderes. Und das sehen wir manchmal, wenn eben was passiert, so wie ich lösche jetzt die ganze Festplatte. Da wollen wir vielleicht
einen anderen Dialog machen, dass es eben nicht so aussieht wie, ja, wollen Sie irgendwie Cookies akzeptieren? Und das sind Sachen, wo wir damit brechen, aber das sollten wir ganz genau überlegen, ob wir es tun oder nicht. Hier jetzt einige Beispiele. Was wir sehen, ist oben Microsoft Word, unten PowerPoint. Und wenn Sie das betrachten, dann sehen Sie, dass die Tastenkombinationen für beide Systeme gleich sind. Also mit Steuerung N können wir in das Ribbon einfügen gehen. Mit Steuerung 1 können wir speichern. Und das ist über die Anwendungen hinweg konsistent. Und das hat den Vorteil, wenn ich die eine Anwendung kann und dort die Shortcuts kenne, kann ich die natürlich auch in die andere tun. Jetzt nochmal zurückzukommen zu der Inkonsistenz. Ich habe jetzt hier mal ein Mockup gemacht. Das machen wir häufiger, wenn wir User Interfaces designen. Was wir hier sehen, hier formatiere die Festplatte C. Danach ist alles weg. Und mache ich jetzt da so einen Dialog mit Ja, okay. Und da ist eben so, wir haben gelernt, ganz häufig uns einfach mit OK durchzuklicken. Jetzt könnte ich sagen, naja, ich mache was, was ganz anders ist. Ich mache was, was Inkonsistenz ist. Zum Beispiel hier, ich sage, ich mache den Cancel-Button, also wenn ich abbrechen will, passiert nichts. Aber um es auszulösen, den Mechanismus, um wirklich jetzt das zu tun, muss ich einen Schieber zum OK schieben. Das ist was, was sonst im System gar nicht vorkommt. Und das würde dazu führen, dass der Benutzer mit Mechanismen, also ohne es zu lesen, kann es nicht tun. Das heißt, wir können es nutzen, um eine gewisse Sicherheit einzubauen. Wie gesagt, hier ein Mockup, das ist eine Designidee und dann kann man anfangen, sowas zu evaluieren. Aber hier sehen wir, wir können das bewusst im Design einsetzen, im Allgemeinen sollten wir es aber nicht. Ein weiterer Punkt, wo Inkonsistenzen ein Problem sind, ist eben zwischen Betriebssystemen, wenn man von einem Betriebssystem zum anderen geht und insbesondere, wenn Sie zum Beispiel jetzt Webseiten designen, die eben sowohl auf mobilen Geräten, vielleicht auch auf dem Fernseher und auf verschiedenen Betriebssystemen betrachtet werden, ja, dann können Sie natürlich Ihre Webseite in sich konsistent bauen, aber es ist sehr schwierig, eine Konsistenz mit dem unterliegenden System. Also wenn das jemand auf Windows anschaut und Sie haben es eben konsistent mit macOS designt, dann sieht es nicht konsistent aus, also Buttonformen oder Farben oder Menüanordnungen. Und jetzt kann man überlegen, naja, will ich für jedes System, auf dem es potenziell angeschaut wird, eine Extra-Version machen? Und da kommen wir an den Punkt, dass es eben Grenzen gibt, wie konsistent wir eine Anwendung designen können. Die zweite der goldenen Regeln ist universelle Benutzbarkeit. Und die ist sehr eng verbunden mit dem ersten Prinzip, also dass wir darauf achten, für Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Fähigkeiten zu designen, dass Menschen unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Und was hier Beispiele sind, Leute sind entweder Experte oder haben gerade mit dem System erst angefangen. Leute haben ein unterschiedliches Alter, haben unterschiedliche Fähigkeiten oder auch Behinderungen. Es gibt international unterschiedliche Anforderungen, Erwartungen. Manche Nutzer nutzen es von einem Mobiltelefon, andere nutzen es auf dem Fernseher, wieder andere auf dem Laptop. Das heißt, wir haben eine ganz breite Menge an Nutzungsszenarien und an Nutzerinnen und Nutzern. Und das Prinzip sagt, wir sollen uns dessen bewusst sein und dafür designen. Der nächste Punkt, Rückmeldung an die Benutzer. Informative Rückmeldung an die Benutzer zu geben. Und die Grundregel sagt, für alles, was passiert im System, geben wir im Interface Rückmeldung. Jetzt ist es so, die Rückmeldung kann unterschiedlich ausfallen und hier ist der Vorschlag, wenn Sachen häufig vorkommen und auch keine großen Auswirkungen haben, dann zeige ich das eher peripher an mit möglichst wenig Aufwand für den Benutzer, also ich unterbreche den Benutzer nicht oder ich nehme auch möglichst wenig seiner Aufmerksamkeit. Wenn Sachen sind, die eher kritisch sind, dann zeige ich eine starke Rückmeldung. Und was wir jetzt hier haben, so das Speichern, das läuft in der Statuszeile unten. Da kann ich draufschauen, dann kriege ich mit, dass da was passiert. Aber es unterbricht meinen Arbeitsfluss nicht. Wenn ich jetzt hier die Hardware ändere, in dem Fall die Batterie oder die Batterie austausche, oder die Batterie austauschen muss, dann komme ich an den Punkt, dass ich eben eine sehr, sehr starke
ja, Rückmeldung gebe, hier in dem Fall so, wo der Nutzer sogar unterbrochen wird in seiner Tätigkeit und klicken muss. Was wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, dass es immer weiter weggeht von Sachen, wo wir die Benutzer unterbrechen, hin zu Sachen, die peripher passieren. Es sind inzwischen ganz, ganz wenig Rückmeldungen, die wirklich den Benutzer in seinem Arbeitsfluss anhalten. Weitere Beispiele, was Feedback sein kann, ist hier zum Beispiel, ich markiere ein Stück in einem Dokument, was wir hier sehen, das schwarz markierte, dann sehe ich, was habe ich markiert, dann brauche ich mir auch nicht zu merken, was ich mir markiert habe, dann kann ich sagen, ich kopiere das jetzt, aber ich weiß, was ich kopiere, ich muss mir nicht merken, ich war am O und bis hinter die vierte Zeile, sondern das sehe ich. Ein weiteres, was wir hier mit Rückmeldung haben, ist, ich gehe auf die Formatierung zweispaltig und dann, wenn mein Pfeil da drüber ist, bekomme ich angezeigt, wie das aussehen wird. Und das macht es natürlich auch wieder einfach. Das ist sogar ein Feedback, also eine Rückmeldung für was, was in der Zukunft passieren wird. Aktuelle Systeme, insbesondere wenn wir Richtung Ubiquitous Computing denken, also Computer, die überall sind, im Haus, was jetzt hier das Beispiel zeigt, eine intelligente Umgebung, da zeigen sich auch Grenzen für Feedback. Also wenn jede Kaffeemaschine, jeder Kühlschrank, jedes Gerät, was ich im Haus habe, mir permanent Feedback über seinen Zustand, über die Veränderung gibt, dann ist es vermutlich sehr, sehr schwierig, sich in so einer Umgebung aufzuhalten. Deshalb ist eben auf der einen Seite Feedback wichtig, dass wir wissen, was mit dem System passiert. Auf der anderen Seite ist der Begriff des Calm Computing, also ruhige Infrastrukturen, die mich nicht mit irgendwelchen Informationen zuschütten, das andere Ideal. Und da ist es, wenn wir Systeme designen, müssen wir eine Balance finden, durch das Feedback den Benutzer in die Lage zu versetzen, dass er weiß, was passiert, aber gleichzeitig nicht permanent ihn mit irgendwas bombardieren, dass er sagt, die Lampe ist an, die Lampe ist aus, wo er das doch offensichtlich sieht. Da brauche ich keine weitere Form des Feedbacks. Und das ist dann eben auch ein Gespür, was der Designer haben muss. An welcher Stelle wird Feedback benötigt und in welcher Form wird das Feedback benötigt? Der nächste Punkt, da geht es darum, dass wenn wir Sequenzen haben, Dinge, die passieren und die einen zeitlichen Ablauf haben, dass wir verstehen müssen, wo fangen die an, wo sind wir in der Mitte und wann sind die auch fertig. Also hier ist zum Beispiel ein Dialog, wo was runtergeladen wird und da ist eben, ich sehe, ich habe es angefangen, damit kommt die Dialogbox, dann sehe ich, während es passiert, dass ein Fortschrittsbalken abläuft und am Ende, wenn es fertig ist, ist es wieder weg. Das heißt, ich kann es nachvollziehen, was Anfang, was Mitte und Ende ist. Und das gibt mir eben dann auch ja ein gutes Verständnis, wenn was abgeschlossen ist oder wenn es noch nicht abgeschlossen ist. Und das ist insbesondere für Dinge, die länger dauern, also die nicht sofort fertig sind, sondern die über einen gewissen Zeitraum dauern. Die nächste Regel. Fehler vermeiden. Und da geht es darum, dass wir ein Design machen, das dazu führt, dass Benutzer möglichst wenig Fehler machen können. Das heißt, wir machen uns Gedanken drum, welche Fehler Leute machen können und versuchen, das Design so zu bauen, dass diese Fehler erst gar nicht passieren können. Und wenn Fehler passieren, dann sollten wir auch sicherstellen, dass Leute natürlich wieder zurückkommen in den Zustand davor. Das ist eine weitere Regel. Was da dazugehört ist, wir müssen zuerst mal feststellen, was sind denn Fehler? Also während des Designs, aber auch während der Nutzung. Das heißt, wir müssen Fehler erkennen und damit können wir sie dann auch verhindern. Und was wir heute ganz häufig sehen ist, Leute machen Fehler und dann fängt das System mit dem Dialog an und sagt, willst du das wirklich tun oder was hast du hier gemacht, was hast du gemeint? Ein moderner Ansatz ist, zu versuchen, die Fehler komplett zu vermeiden. Und das kann man auf der einen Weise tun, indem man die Konsequenzen, die aus dem Fehler hervorgehen, möglichst minimiert. Das heißt, wenn ich was lösche, wenn Sie 20, 30 Jahre zurückschauen, war, wollen Sie das Dokument löschen? Und dann haben Sie ja, nein, Sie drücken ja, dann ist es weg. Heute können Sie das Dokument löschen, es kommt keine Rückfrage, aber das Dokument ist nicht richtig gelöscht. Es ist nur an der Stelle verschoben in den Papierkorb und Sie können es von dort wiederholen. Das heißt, wir haben einen neuen Mechanismus geschaffen, der dann Fehler findet. Also ich kann das in den
Mülleimer reinschieben, aber wenn es falsch war, kann ich es auch wieder rausholen. Und das ist ein Weg in die Richtung, in die wir gehen wollen, dass wir versuchen, möglichst wenig Konsequenzen, die ja sich nicht mehr rückgängig machen lassen, von Fehlern zu haben. Und das kommt gleich zusammen mit der nächsten Regel, dass wir alle Aktionen, die der Nutzer machen, rückgängig machen können sollen. Und ich habe hier Ctrl-Z, also Steuerung Z, als ein Beispiel. Das heißt, ich mache irgendwas und stelle fest, oh, das wollte ich gar nicht, kann ich in meisten Anwendungen Ctrl-Z drücken und dann komme ich zurück und das ist rückgängig gemacht. Oder ich habe den Undo-Button. Und was Schneidermann sagt hier ist, durch das verhindern wir, dass Leute Angst haben, sie machen was falsch. Und das führt dazu, dass Leute dann auch den Mut haben, ein Interface auszuprobieren, Sachen auszuprobieren, mit Software zu spielen und zu schauen, was ist denn, wenn ich den Knopf drücke, weil sie wissen, wenn was schief geht, wenn es nicht das tut, was ich will, dann kann ich es ja rückgängig machen. Gleichzeitig ist das nicht komplett trivial. Nehmen Sie das Beispiel, Sie schreiben ein Stück Text, dann kopieren Sie den Text und jetzt löschen Sie den Text. Das rückgängig machen vom Schreiben löscht aber natürlich nicht den Speicher, weil das ist was wir manchmal sogar willentlich verwenden, diese Funktion. Aber da ist die Frage, was heißt denn Undo und auf welcher semantischen Ebene bewegen wir uns da? Warum ist es nicht einfach, generell ein Undo zu machen? Welche Kosten entstehen dadurch? Also implementierungstechnisch, systemtechnisch. Was sind die Kosten, die durch das Rückgängigmachen, durch die Möglichkeit des Rückgängigmachens entstehen? Gibt es Sachen, die grundsätzlich nicht möglich sind? Sachen, die wir grundsätzlich nicht rückgängig machen können? Insbesondere, wenn wir jetzt Computersysteme im Kontext der realen Welt sehen, dann ist die Frage, ja, wir wollen so designen, dass wir alles rückgängig machen können. Jetzt ist es aber so, es ist in vielen Bereichen, wenn wir die echte Welt als Teil des Systems sehen, gar nicht möglich. Wenn ich eine E-Mail geschickt habe und die Person die gelesen hat, dann kann ich die nicht mehr zurückholen, weil die ist ja schon im Gedächtnis der Person. Ähnlich, wenn ich eine intelligente Umgebung habe und ich habe eben das Zimmer aufgeheizt auf 30 Grad, dann kann ich das nicht mehr rückgängig machen. Ich kann dann irgendwie die Fenster aufmachen, aber natürlich das, was ich geheizt habe, ist alles schon verbraucht und es dauert eben auch eine gewisse Zeit. Ähnlich ist, wenn ich eine Notbremsung mit dem Fahrzeug gemacht habe, dann kann ich das natürlich nicht einfach rückgängig machen. Ich kann natürlich wieder anfahren, aber das ist was ganz anderes, wie wenn ich schreibe ein Stück und mache dann eben das Wortschreiben wieder rückgängig. Und das ist eben an dem Punkt, wo physikalische Gesetze uns hindern daran, dass wir Aktionen rückgängig machen. Da ist eben das Design gefragt, was heißt es, dass wir Aktionen rückgängig machen können? Und das ist dann auch eine komplexere Interpretation. Das heißt, wir müssen überlegen, was ist denn die Umkehrung dessen, was der Nutzer gemacht hat? Und was wäre für den Nutzer ein Rückgängigmachen dieser Aktion? Eine weitere Regel, den Benutzer, der Benutzerin die Kontrolle geben. Wenn wir ein Interface designen, möchten wir den Nutzern das Gefühl geben, dass sie die Kontrolle über das System haben. Menschen wollen nicht überrascht werden bei der Software, sie wollen das Gefühl haben, ich kann es bedienen, ich habe die Kontrolle drüber. Und deshalb ist eben ganz wichtig, dass der Benutzer das Gefühl hat, er weiß, was er tut und wenn er was Bestimmtes tut, folgt eine bestimmte Aktion daraus. Also das ist die Kausalität. Das heißt, ich habe Kontrolle und wenn ich was tue, dann passiert was Bestimmtes. Aktuell ist es eines der Themen, was stark diskutiert wird, insbesondere im Kontext von künstlicher Intelligenz und von ubiquitären Systemen. Wie viel Kontrolle hat der Mensch? Wie viel Kontrolle hat das System? Nehmen Sie ein autonomes Fahrzeug. Wer hat die Kontrolle? Hat das Fahrzeug die Kontrolle? Hat der Mensch die Kontrolle? Und da wird ganz häufig der Begriff gemeinsame Kontrolle verwendet oder gemeinsame Steuerung, Joint Control.
wo wir eben die Aufgaben zwischen Mensch und Maschine aufteilen. Und es ist eben die Frage, geben wir den Menschen Kontrolle oder geben wir den Menschen das Gefühl, dass sie Kontrolle haben? Und hier gibt es eine interessante Studie, die wurde schon in den 70er Jahren durchgeführt. Und da geht es darum, ich habe zwei Gruppen, die müssen unter Lärmbedingungen eine Prüfung schreiben. Die einen können die Geräusche für eine gewisse Zeit ausschalten, die anderen haben keine Kontrolle über die Geräusche. Denen, die die Kontrolle haben, wird aber gesagt, ihr solltet es aber nicht tun, weil damit unser Experiment nicht richtig durchgeführt werden kann. Und das heißt, man kann jetzt die beiden Gruppen betrachten, die beide unter Lärmbedingungen die Aufgaben gemacht haben. Beide haben es nicht ausgeschaltet. Die einen konnten es nicht ausschalten, die anderen haben es eben bewusst nicht ausgeschaltet. Was passiert? Und das ist ganz spannend. Die Leute, die Kontrolle über den Faktor Geräusche, Umweltgeräusche hatten, waren besser wie die Leute, die keine Kontrolle haben, obwohl beide unter gleichen Bedingungen geschrieben haben. Und damit ist, das ist ein Punkt, der uns zeigt, dass es vollkommen sinnvoll sein kann, den Leuten ein System zu geben, in dem sie das Gefühl haben, sie haben die Kontrolle, selbst wenn sie die Kontrolle nicht haben. Das Problem mit solchen Systemen ist nur, wenn der Mensch dann rausfindet, dass er gar keine Kontrolle hat, dann bricht natürlich die Illusion zusammen und dann funktioniert es auch nicht mehr. Die letzte der Regeln ist, dass wir versuchen sollen, das Kurzzeitgedächtnis nicht übermäßig zu belasten. Da gibt es so eine Regel 7 plus minus 2, also 7 plus minus 2, was wir uns gut merken können. Und da ist die Idee, ich baue ein System, dass der Benutzer Sachen, die er schon mal eingegeben hat, auf der nächsten Seite wieder sieht. Das heißt, man muss sich die nicht merken. Das heißt, wir versuchen, möglichst wenig Kurzzeitgedächtnis zu beanspruchen. Und da ist eben eine Regel, dass was zu erkennen viel einfacher ist, wie an sich was zu erinnern. Das heißt, wir geben Informationen, die der Nutzer schon mal gegeben hat, zum Beispiel auf der nächsten Seite wieder, um eben den Aufwand für das Kurzzeitgedächtnis, für das Denken zu reduzieren. Ein Punkt, der in der aktuellen Version der goldenen Regel nicht mehr drin ist, der als Teil der Regel 2 Universal Usability betrachtet wird, ist, dass wir Nutzern die Möglichkeit geben sollten, mit Abkürzungen zu arbeiten. Und hier habe ich ein Beispiel. So klassische Shortcuts sind das, was wir von Tastaturkombinationen kennen. Ctrl-C, Ctrl-V für Kopieren und Einfügen. Aber es sind auch andere Sachen, wo wir Abkürzungen haben. Zum Beispiel, naja, ich kann Sachen voreinstellen. Zum Beispiel die Druckereinstellung, dass er immer Duplex druckt und immer auf A4. Oder ich habe die letzten 10 Kommandos noch mit drin. Das heißt, das sind Abkürzungen, die mir helfen, ein System schneller zu benutzen, wenn ich es häufiger benutze. Und hier haben wir solche Beispiele für Abkürzungen. Zum Beispiel die Tastenkombination, wie wir in dem einen sehen. Oder die letzten Begriffe, die wir verwendet haben, beim Suchen ersetzen. Auch hier nochmal Tastenkombinationen oder eben, wir brauchen nicht ins Menü gehen, sondern wir können in der Toolbar direkt auf Dinge klicken. Ähnlich ist es, es gibt auch diese Abkürzungen bei mobilen Geräten. Hier ist ein Beispiel von den Kollegen in Oldenburg, die gezeigt haben, dass man eben Abkürzungen definieren kann auf dem Mobiltelefon, um eben für Anwendungen, die wir häufiger brauchen, für Aktionen, die wir häufiger brauchen, die mit einer Geste ausführen zu können. Wir haben ja am Anfang gesagt, die goldenen Regeln sind nicht statisch, die haben sich verändert. Thomas Herrmann und ich, wir haben vor 3 Jahren uns die goldenen Regeln angeschaut, auch andere Prinzipien, und haben darüber diskutiert, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt mehr Systeme bekommen, die intelligent sind, wie geht es dann mit solchen Regeln? Also wir hatten Feedback uns angeschaut, Easy Reversal of Action. Und wir haben einen Artikel geschrieben, in dem wir das diskutieren, wo wir auch nochmal durch die goldenen Regeln durchgehen und dann daraus auch wieder Designprinzipien entworfen haben für Interfaces, die wir Interventionsinterfaces nennen oder User Interfaces based on intervention. Und da ist eben die Frage, wenn das System automatisiert funktioniert, was erwarten wir dann von dem System? Und da haben wir insbesondere, dass wir wollen, dass der Mensch voraussagen kann, was er
was das System tun wird, dass er vom System kommuniziert bekommt, was die Optionen für Interventionen sind, dass er die Möglichkeit hat, Interventionen zu explorieren, ohne dass was schief geht, dass er, wenn er eine automatisierte Aktion nicht möchte oder eine Intervention nicht möchte, dass er die rückgängig machen kann, dass wir die Möglichkeit haben, die Aufmerksamkeit, die der Benutzer braucht, zu reduzieren. Das ist so ein Stück weit die Erweiterung des Kurzzeitgedächtnisses, dass wir auf das ganze Kognitive gehen und dass wir eben an den Punkt kommen, dass das System kommunizieren kann, wer die Kontrolle hat, wie Kontrolle zwischen Mensch und Maschine geteilt ist. Jetzt haben wir ganz, ganz viele verschiedene Prinzipien gesehen in den letzten Blöcken, die goldenen Regeln. Und was ich jetzt hier noch aufgetragen habe, ist, es gibt eben Sachen wie Style Guides, Design Patterns, die sehr spezifisch sind. Es gibt, werden wir dann bei Implementierung noch sehen, die sind ganz spezifisch für eine Plattform, für Android, für macOS. Und die sind nicht sonderlich generell. Da wird gesagt, der Button an der Stelle oder die Reihenfolge. Und dann gibt es zum Beispiel Prinzipien, die sehr, sehr generell sind. Und das heißt, wir haben auf einer Ebene, wie generell sind die Aussagen. Und das zeigt auch ein bisschen, wie lange halten die. Die Prinzipien aus den 70er Jahren stimmen immer noch, wohingegen Style Guides sich alle 2, 3, 4 Jahre ändern. Auf der anderen Ebene haben wir, wie stark muss ich mich da dran halten? Und da haben wir eben Authority. Und da ist es so Prinzipien, das ist eher so, ja, sind Hinweise. Style Guides und Standards sind Sachen, die häufig im System festgeschrieben sind. Damit muss ich mich dran halten, wenn ich die Anwendung zertifiziert bekommen will. Abschließend hier noch einige Fragen zur Selbstkontrolle. Die Referenzen, auf die ich in dem Blog Bezug nehme, finden Sie hier. Und damit bin ich am Ende. Hier unsere Lizenz. Und ich bedanke mich fürs Zuhören.